Schöne, spektakuläre oder skurrile Tore fallen auch in den Amateurligen, in Freundschafts- und Testspielen unserer Region. Im Gegensatz zu den Traumtoren des bezahlten Fußballs bekommen wir diese leider nur selten zu sehen. Deswegen suchen wir Videos von euren Toren. Filmt die Treffer eurer Lieblingsmannschaft, eurer Teamkameraden, eurer Söhne, Töchter oder Enkel und schickt uns die Videos. Am Ende des Jahres könnt ihr unter allen eingesendeten Toren das Tor des Jahres aus der Region wählen. Derby im Finale um den Dieburger Kreispokal zwischen TS Oberroden und Germania Oberroden. In der 88. Minute erzielt Johannes Günther mit dieser schönen Direktabnahme den 1:1 Ausgleich für die Germania. Die TS Oberroden gewann nach Verlängerung zwar den Pokal, aber immerhin ist dieser sehenswerte Treffer in unserer Auswahl zum Tor des Jahres vertreten.